Runter! Nein. Und? Was meint ihr? Ich hätte nie gedacht, dass ich meinen eigenen Toten mit ansehen muss. Kannst du uns mal aufklären, was das für ein Horrorvideo ist? Ja. Tanner und ich kennen uns aus einem kleinen Restaurant. Und er kam vor 2 Tagen zu mir, weil ihn dieser Mann hier aufgesucht hat. Bodo Beck? Den habe ich vor ein paar Jahren festgenommen. Der war lange Zeit dafür bekannt, für ein bisschen Kleingeld alles und jedem die Knochen zu brechen. Ganz genau. Er ist vor 2 Jahren aus dem Knast draußen. Und er will seitdem sauber bleiben, aber anscheinend hat sich das noch nicht ganz rumgesprochen. Ja. Und irgendeine Frau hat ihn beauftragt, mich zu töten. Für 10.000 Euro. Deswegen auch die Aufnahmen mit dem Camcorder. Aus irgendeinem Grund wollte sie kein Handyvideo. Wie gesagt, er will sauber bleiben und ist deshalb zum Glück erstmal zu uns gekommen. Charlie, wieso nehmen wir nicht einfach die Auftraggeberin fest? Ach ja, weil das nicht so einfach ist? Weil die Anrufe von einem ausländischen Prepaid-Handy kamen? Das heißt, du willst mit dem Video die Auftraggeberin davon überzeugen, dass Beck den Mord tatsächlich durchgeführt hat? Das wäre der Plan. Und wir inszenieren dann eine Geldübergabe und nageln sie dabei fest. Okay. Wissen Sie denn, welche Frau sie unter der Erde sehen möchte? Ja. Anita Nonnemacher. Eine verrückte Stalkerin. Sie hat früher bei mir im Restaurant gearbeitet. Am Anfang hat das mit kleinen Späßchen angefangen. Aber dann wurde sie sehr aufdringlich. Hat sogar nachts bei mir angerufen. Sie hat ihn mehrmals bedroht. Entweder sie kriegt ihn oder keine. Deswegen musste sie entlassen. Ich bin glücklich verheiratet. Sieht das Ihre Frau auch so? Meine Frau? Meine Frau hat nichts damit zu tun. Wir haben in 15 Jahren nicht einen Streit gehabt. Was ist mit deiner Schwester? Eleanor? Charlie, ich bitte dich. Verdächtigst du jetzt jede Frau in meinem Umfeld? Naja, du hast mir gesagt, dass das Familienerbe gerade aufgeteilt wird. Und Geld ist immer ein starkes Motiv. Ja, aber meine Schwester und ich haben eine faire Aufteilung. 50-50. Da gab es nie eine Diskussion drüber. Eleanor und ich sind ein Herz und eine Seele. Es war Anita, das sage ich euch. Das werden wir rausfinden. Aber so lange musst du noch in dem Hotel bleiben, das ich für dich gebucht habe, ja? Kann ich nicht wenigstens zu meiner Frau? Montana, nein, niemand darf dich sehen. Ja, sonst fliegt der Plan auf. Und wir beide kontaktieren Beck und bereiten die Geldübergabe vor, ja? Das hier ist ein Foto von unserer Hauptverdächtigen, Anita Nonnemacher. Bei Sichtkontakt erstmal zurückhalten. Wir lassen sie in die Halle gehen zu unserem Lockvogel, damit sie das Geld übergeben kann. Zugriff erfolgt erst, wenn sie wieder rauskommt, auf mein Kommando. Alles klar? Alles klar. Gut. So, ganz entspannt bleiben. Ist ja nicht die erste Übergabe. Die erste nicht, aber die erste, wo ich den Kopf im Rücken hab. Ja, und das ist der Teil, der mir besonders gut gefällt. Denk Sie dran, sollte irgendwas sein, wir hören ja mit. Und ansonsten ist das Codewort Rumpelstilzchen. Rumpelstilzchen, echt jetzt? Das war nicht meine Idee. Hast du doch. Er ist nur zu schüchtern, es zuzugeben. Ja, sprach die Müllers Tochter. Moment. Das ist sie. Gehen Sie dran. Aber was soll ich sagen? Seien Sie einfach Sie selbst. Moment. Alle mal ruhig kurz, ja? Ja? Ja, ist erledigt. Der Typ ist mausetot, steht sicher nicht mehr auf. Das Geld haben Sie? So, und jetzt läuft's, wie ich sage. Sie kennen die alte Fabrikhalle? Pathoshalle? Gut, 15 Uhr, Treffpunkt. Voilà, die kommt sicher. Die will ihren Typen tot sehen. Dann soll sie das auch. Kurzer Videocheck. Okay. Gut, Leute, alle auf Position gehen. Wir haben noch eine Stunde Zeit. Ach, und Beck, bevor ich es vergesse oder Sie sich falsche Hoffnungen machen. Das Geld, das Sie bekommen, das geht an uns, das wird beschlagnahmt. Keine Belohnung oder Aufwandsentschädigung? Nicht mal Trinkgeld. Behördenscheiß. Thank you.
1. Nicht so nah ans Gelände. Verstanden. Zieh mich zurück. Beck, wie sieht's in der Halle aus? Ah, scheiße, einsam. Currywurst und Bier wären jetzt nicht schlecht. Wo er recht hat. Achtung! Person auf 2 Uhr nähert sich zum Südeingang. Warten auf Identifizierung. Kann ich noch nicht erkennen. Ja. Zielperson identifiziert, Anita Nonnemacher. Zugriff erst, wenn sie wieder rauskommt. Was ist denn da los? CV1, ist das Signal bei euch auch gestört? Ja. Scheiße. Ohne unsere Ohren wissen wir nicht, ob sie das Geld übergibt. Verdächtige Person entfernt sich von der Fabrik. Zugriff? Wenn sie das Geld nicht übergeben hat, haben wir keinen Beweis, dass sie die Auftraggeberin ist. Beck, hast du das Geld bekommen? Verdächtige Person gleich außerhalb unseres Zugriffs. Wenn sie das Geld übergeben hat und wir sie gehen lassen, taucht sie vielleicht unter. Deine Entscheidung. Sie ist gleich auf der Straße. Okay. Zugriff! 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 Polizei! Hände hoch! Runter auf die Knie! Was soll das? Sie sind vorläufig festgenommen. Hey, haben Sie das Geld? Habt ihr mich nicht gehört, oder was? Nein, was war los? Sie hat kein Geld. Sie hat mich nicht mal erkannt. Das ist sie nicht. Fuck. Und, wie lief die Vernehmung von der Nonnemacher? Oh, so gut also. Sie hat alles abgestritten und hatte auch kein Geld dabei. Aber sie muss den Treffpunkt gekannt haben. Das kann doch kein Zufall gewesen sein. Ist es auch nicht. Wir haben diese Nachricht auf ihrem Handy gefunden. Denke an dich. Komm um 15 Uhr zum Pathos-Gelände, Tana. Die Nachricht hat sie 5 Minuten, nachdem wir das Treffen in der Fabrik ausgemacht haben, bekommen. Und rate mal, von welchem Handy? Vom Prepaid-Handy der Auftraggeberin. Nonnemacher war nur ein Köder. Und wir haben angebissen. Das heißt aber auch, dass unsere Anglerin den Köder gekannt haben muss. Es könnte eigentlich nur jemand aus Jalzins direktem Umfeld sein. Also, wer soll dein Herzblatt sein? Nummer 1, 15 Jahre Ehe ohne Streit, oder? Nummer 2, ein Herz und eine Seele. Ich entscheide mich für die Ehefrau. Ja, 15 Jahre Ehe ohne Streit, das glaubt doch keine Sau. Das ist es nicht. Sondern? Jalzin ist seit 3 Tagen untergetaucht. Seine Ehefrau hat ihn aber noch nicht als vermisst gemeldet. Hat vor 2 Tagen auch eine Party gefeiert. Komisch, oder? Ja. Trau niemals einer Frau, die nicht streitet. Ich sag den anderen Bescheid. Warte mal ganz kurz. Warum? Wenn die Ehefrau tatsächlich bei der Übergabe uns einen Köder zum Fraß vorgeworfen hat, dann weiß sie wahrscheinlich auch, dass ihr Mann noch lebt. Dann müssen wir sie vom Gegenteil überzeugen. Wenn sie es aber nicht war, hat sie den Schock ihres Lebens. Sagen Sie mir jetzt bitte, was los ist. Es geht um Ihren Mann. Tana, was ist passiert? Er wurde Opfer eines Verbrechens. Verbrechen? Was soll das heißen? Ist er im Krankenhaus? Ist er verletzt? Nein, 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 das kann nicht sein. Tana ist vor 3 Tagen zu einer Messe gefahren. Ihm geht es gut, das weiß ich. Wie ist das passiert? Er wurde erschossen. Was? Ich glaube Ihnen kein Wort. Es gibt ein Video. Dann zeigen Sie mir das Video. Das würde ich Ihnen wirklich gerne ersparen. Zeigen Sie mir das Video, sonst glaube ich Ihnen kein Wort. Wie Sie wollen. Es tut mir leid.